Ein Waldabschnitt im Gebirge, unbekanntes Terrain und weit verzweigte Wege. Doch die Unwissenheit soll schnellstmöglich weichen, das Gebiet erkundet werden. Ideal für diesen Auftrag der Reitzug der Bundeswehr. Wir haben jetzt den Auftrag, die Wege zu erkunden für die Infanterie, ob die Wege gangbar sind und vor allem wie sie gangbar sind, ob man nur zu Fuß oder auch mit Fahrzeugen hier lang gehen kann, dass wir das auswerten können. Wir müssen auf die Beschaffenheit von den Wegen achten, vor allem wie fest der Untergrund ist, ob der auch bei jeder Witterung gangbar ist. Und darauf achten wir einfach. Feldwebel Helge Rossner sammelt seine Gruppe und verteilt die Aufgaben. Aufgeteilt in zwei Trupps sollen einzelne Punkte abgeritten werden. Die Soldaten notieren die Eckdaten und die vierbeinigen Kameraden Apollo, Ben, Baldur und Ivan schauen auch mit auf die Karte. Bis zu eurem ersten Passing Point. Hier. Ja? Markant? Fünf markiert. Dann meldest du selbstständig zu Polarfuchs. Auf dem weichen Waldboden sind die Hufe der Haflinger kaum zu hören, ein Vorteil der Vierbeiner. Zudem sind die Pferde gebirgsaffin, können bis zu 100 Kilo Last tragen und reagieren durch das Training auch ruhig, was unbekannte Geräusche und ungewohntes Gelände anbelangt. Der Vorteil ist einfach mit den Haflingern, wir sind schnell beweglich, vor allem auf den Forstwegen. Und auch, wir können aber auch die Fußwege gehen, wunderbar. Und wir können uns kräfteschonend bewegen und haben auch eine viel größere Aufklärungstiefe wie jetzt zu Fuß. Komm, komm, komm. Go, go, go. Das ist auf jeden Fall ein anderes Anforderungspotenzial. Das heißt, jeder Soldat muss natürlich reiten können. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung nach der Ausbildung. Und wir müssen einfach viel mehr machen. Wir sind in erster Linie Gebirgsjäger und in zweiter Linie sind wir aber auch beritten unterwegs. Und dadurch haben wir ein relativ großes Spektrum, was es auf jeden Fall sehr interessant macht, hier zu dienen. Parallel zu den Wegen, auf den eingestrichenen Wegen in der Karte, ist die Bewegung nur zu Fuß möglich, bei guter Witterung. Die heutige Übung, also das Erkunden des unbekannten Waldabschnitts, ist bei der Hitze und dem stellenweise dichten Wald keine leichte Aufgabe für Mensch und Tier, aber ein wesentlicher Teil des Einsatzspektrums des Reitzugs. Am Ende dieser taktischen Ausbildung heißt es, Auftrag ausgeführt. Wir haben heute im Kirchholz die ganzen Wege erkundet, haben auch festgestellt, dass viele Wege gangbar waren. Dementsprechend würde ich sagen, es ist gut gelaufen. Wir haben Aufklärungsergebnisse gehabt, die wir auch an die Kompanie übermitteln konnten, dass wir jetzt einfach weitermachen können. Weitermachen heißt in diesem Fall zurück in die Kaserne. Nach mehreren Stunden im Sattel wartet auf Apollo, Baldur, Ben und ihre Reiter der verdiente Feierabend. Ja.